Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Im letzten Part hatten wir ein Ablenkungsduell in der Liebe. Tanya wollte Besch nicht mehr so einfach gehen lassen. Und wir hatten noch eine Frau. Und das ein wenig eine bissigere, weil sie ja eine Vampirin ist. Und jo, haben auch die zur Hölle geschickt. Heute kommt mal ein Grund zu gewinnen und Amnaels Endspiel dran. Vielleicht sogar auch noch Aufstieg des Heiligen oder der Heiligen Ungeheuer. Mal schauen. Fangen wir mal an. Alexis wachte über ihren Bruder in der Krankenstation. Ach, jetzt ist er doch in der Krankenstation. Aber er wurde nicht irgendwie komatös irgendwie dargestellt. Aber okay. Eine geheimnisvolle Stimme plötzlich füllte ihren Kopf, dass sie ihren Bruder unter einer Bedingung retten könnte. Sie muss ihn in einem Duell besiegen. Es war die Stimme von Titan. Denkend, dass er im Schattenreich verloren war, kehrte er als einer der Schattenreiter zurück. In Ordnung, duellieren wir uns. Und wenn ich gewinne, stell die Erinnerung meines Bruders wieder her. Das ist der Deal. Ein Ende des Deals, aber wenn ich gewinne, bekomme ich auch etwas. Deinen Spiritschlüssel und deine Seele, die ich ins Reich der Schatten mitnehme. Wenn du und ich uns zum ersten Mal trafen, war ich noch ein Scharlatan der Schatten. Jedoch seitdem ich von ihnen ergriffen wurde, bin ich jetzt das Wahre. Ein authentischer Schattenreiter. Lass uns beginnen. Okay, wie ich schon sagte, war da das erste Mal, als wir ihn trafen, nur ein Fake-Schattenreiter und der konnte damals noch nichts. Jetzt gucken wir mal Alexis Rhodes Deck an. Mal schauen, ob die was Besseres drauf hat. Er lässt uns anfangen, der Gute. Was mir oder uns sehr zugute kommt. Ja gut, kann man schon was machen. Ich guck mal so, ob man so schon was machen kann. Ah, nö, ist gut. Ich will nichts aktivieren. Immer noch nicht. Nö, kann man nichts machen hier. Ich kenne ihr Deck auch nicht. Tut mir leid. Deswegen setze ich mal die im Verteidigungsmodus. Und gucke mal, was die so macht. Oder besser gesagt, was er so macht. Nicht schlecht. Jetzt greifen wir mal an. Was? Nur während des Damage Steps. Ja, das waren wir ja vorhin. Was willst du mir gerade sagen, du Wichskopf? Oh nö, nicht der. Das war die Karte, die sie gegen uns damals eingesetzt hat. Oh Mann. Geht ja mal gar nicht klar.
Ich weiß zwar nicht, wie sie damit spielen kann, ich kann's nicht, deswegen machen wir mal wieder eins auf Benutzerdeck. Ja, komm. Wir nehmen mal die edlen, also die edle Beerdigung. Mal schauen, ob du dagegen klarkommst. Vorausgesetzt, sie krieg gute Karten, das heißt ein gutes Blatt. Schon mal nicht schlecht. Ja, das ist ein edler Ritterdeck. Sehr gute Idee, sogar. Ich opfere mal den guten und jetzt darf ich einfach ein edles Rittermonster beschwören, egal welches. Und ich glaube fast, ich nehme den hier im Angriffsmodus. Nur mal so, um anzufangen. Und röst ihn damit aus. Was für ein offenes normales Lichtmonster, das sogar durch den Friedhof legen. Ich schwöre diese Karte speziell von deiner Hand oder deinem Friedhof. So, dann füge deiner Hand eine edle Waffe-Karte von deinem Deck hinzu. Du kannst diesen Effekt vor unendler Ritter von schwarzen Launzeln nur einmal pro Spielzug verwenden. Okay. Nö, ich muss nichts aktivieren. Zumindest momentan nicht. Ist ein erst neu erstelltes Deck, also ich bin noch nicht so geübt darin. Ein normales Lichtmonster. Dann beschwören wir ihn hier. Jetzt darf ich ihn hier speziell beschwören. Jetzt kann ich seinen Effekt aktivieren. Jetzt ist nur die Frage, welcher. Wenn du spielst, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, sofort nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde, beschwöre ein edler Ritter Synchronmonster mit Monstern, die du kontrollierst, als Synchronbeschwörung. Ein Xyz-Monster mit. Das ist jetzt eher die Frage, was soll ich machen? Ich würde sagen, ein Synchronmonster, wenn wir schon eins haben. Nö, haben wir leider keins, dann nehmen wir ein Xyz-Monster. Ganz easy freezy. Und das ergibt edler Ritterkönig Artorigos. Okay, hauen wir den mal so platt. Wir können den sogar noch ausrüsten, sehr korrekt. Was heißt das jetzt? Du kannst bis zu 3 edle Waffen aus in deinem Friedhof wählen, rüstet diese Karte mit den gewählten Zielen aus. Einmal pro Spiel, so kannst du ja nichts sehen. Zerstöre eine beliebige Anzahl von Fallen auf dem Spielfeld bis zur Anzahl der Edelfalle dazu. Cool. Brauchen wir allerdings nicht. Tja. Das ist scheiße, ne? What the fuck? Ich hasse die Karte, wisst ihr das? Ich beschwöre mal ihn hier. Aktiviere seinen Effekt und schmeiße mal eine Karte auf den Friedhof.
Hallo? Ja gut. Wir machen das mal so. Aktivieren mal die Fähigkeit, vielleicht bringt's was. Dankeschön. Sehr korrekt. So läuft's. Und das mit einem kleinen Xyz Beschwörungsdingensbumsens, Mann. Das ist ja mal ganz geil. Du kannst ein offenes Normallichtmonster, das du auf den Pedofliegen beschwöre. Aha. Habe ich leider nicht. Deswegen beenden wir das jetzt. Das ist eigentlich egal. Das beendet. Sorry. Nein, nicht schon wieder. Atticus. Lexi. Eddie. Willkommen zurück. Danke, Lex, für alles. Warte, da sind noch so viele unbeantwortete Fragen. Wie zum Beispiel, wie bist du jemals in das Schattenreich gekommen? Titan sagte, du hast es für die Macht getan. Glaub mir, Lexi, ich wollte nie gehen. Eines Tages ein paar von uns wurde gesagt, dass wir uns beim verlassenen Wohnheim treffen, und dann passierte es. Es sollte einen Duelltest im Keller geben, aber stattdessen haben wir hunderte von diesen kleinen Schattenfeinden gefunden. Ich konnte nicht entkommen. Ich wurde zum Schattenreich gebracht. Sie gaben mir eine Gehirnwäsche monatelang, bis ich zu diesem Ding namens Nightshroud wurde. Durch wen? Wer war es, der dir eine Gehirnwäsche gab? Ich habe das nie herausgefunden. Aber die Person, die mich zu diesem Duelltest gerufen hat, war Professor Banner. Unser Professor Banner ist also mit da drinne? Das scheint mir so, ne? Und deswegen am Niles Endspiel, yo. Der letzte Schattenreiter am Niles erschien und nahm Chaz, Alexis und Professor Banners Spirit-Schlüssel. Am Niles war nun hinter Jaden Yuki her und den letzten Schlüssel. Auf der Suche nach Amnael wurde Jaden und seine Freunde zu dem verlassenen Wohnheim geführt. Als sie das Wohnheim untersuchten, entdeckten sie eine geheimnisvolle Höhle mit einem großen Sarg in der Ecke. Als sie die Abdeckung zur Seite nahmen, zeigten sich die mumifizierten Überreste von Professor Banner. Aber zu ihrer größten Überraschung tauchte Amnael aus den Schatten auf und nahm seine Maske ab, um zu zeigen, dass er auch Professor Banner in Verkleidung war. Zwei Professor Banner? Das nenne ich ein Déjà-vu. Wenn du bist, wer ist dann die Mumie? Nenn mich nicht Banner, ich bin Amnael, dein größter Feind. Um deine Freunde zurückzubekommen, musst du mich schlagen. Wenn du das nicht kannst, wirst du sie besuchen, alle von ihnen. Komm schon, Prof, wach auf. Es ist am besten, wenn du den du als Banner kennst, vergisst. Hörst nicht mehr. Was soll das bedeuten, nicht mehr? Um alles zu verstehen, musst du nur eine Sache tun. Und das ist mich duellieren und mich besiegen, Jaden. Nur dann wird die Wahrheit offenbart werden. Erst dann werden die Geheimnisse freigeschaltet. Nimmst du diese Herausforderung an, trittst du mir gegenüber? Natürlich werde ich gegen dich antreten. Lass uns anfangen. Gut gesprochen, Jaden. Machen wir auf jeden Fall. Hauen wir auch noch den zu Klump, weil wir es können. Oh yeah. Jaden, jetzt noch ein gutes Blatt und dann liebe ich dich. Ich liebe ja die Fusionshelden und so. Aber... so? Naja. Clayman im Verteidigungsmodus und mehr kann ich nicht machen. Ich weiß, welches Deck er hat und ich hasse es jetzt schon. Es ist meinem Reißer-Deck sehr ähnlich. Um ehrlich zu sein, haben wir ziemliche Arschkarten. Was?
Was? Willst du mich verarschen? Oh Mann. Und was hat jetzt das gebracht? Machst du einen auf Selbstzerstörung? Bist du irgendwie sadistisch veranlagt? Das bringt dir gar nichts. Ohne Momenti, das haben wir vielleicht. Nö. Ach, komm schon. Was bringt ihm das? Ist das irgendwie von Relevanz? Hast du was wie Shizuta? Oder ist das normal? Spiegeltor. Okay. Dann können wir nur noch den Zug übergeben. Hat Jaden keine Zauberkarten mehr zu diesem Zeitpunkt oder was läuft bei ihm? Also ich meine auch keine Fallen. Das nenne ich nicht gerade eine gute Zauberkarte, wenn ich sowas sehe. Ich mach's aber mal so. Kann den zerstören. Wundervoll. Ich nehme mal das Spiegeltor. Scheiße, ne? Jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt können wir den vernichten. Ganz easy, fresh. Nice, Freunde. Jaden's Deck ist schon recht geil. Nö. Nicht so hastig. So einfach mache ich es dann nicht. Dann nehme ich jetzt noch Avian aufs Feld. Sogar Avian schlägt dich jetzt. So muss das. Aber wo ist dein Helios-Deck? Also ich habe den zwar gesehen, aber irgendwie, ne. Oh, Wildheart. Sehr korrekt. Dankeschön. Geht nicht mehr lange, dann ist er tot. Im nächsten Zug ist er Matsch. Füge deine Hand einen Kuribo oder geflügelter Kuribo hinzu. Okay. Machen wir doch glatt. Das ergibt knapp so viel wie ich brauche, also hau den Lukas. Ist mir eigentlich egal, kannst du ruhig beschwören. Oh nö! Ich kann nicht mehr, ich wollte einfach nur wechseln. Okay, kann man auch so machen. Radikale Abräumung aus dem Spiel entfernen. Okay. Heilige Mutter Maria, ey. Geht das eigentlich? Wartet mal. So. Und dann ihn spezial beschwören im. Das habe ich verdeckt oder so. Kann ich das nicht noch nachgucken? Doch, hier. Ah, nö, ich habe nichts. Deswegen im
Angriffsmodus, weil ich könnte noch was ziehen. Schade. Man bekommt gar nichts wie in der Anime-Serie. Dann machen wir das noch so. Dann läuft es auch. Oh man, leider können wir mit dem nicht angreifen. Aber es ist eine gute Wall, muss ich sagen. Nicht euer Ernst, ne? Jetzt haben wir ein tierisches Problem. Ja klar, jetzt kommt die Karte hier. Ist das genial, Jaden. Du bist doch der Oberhammer. Du kommst jetzt mit dieser Zukunftsvision, wo du doch die ganze Zeit sowas hättest ziehen sollen. Ich zeig jetzt mal so, wie das ungefähr gehen sollte, Jaden. Nicht was Fusion angeht, aber... Ja gut, vielleicht schon. Wir nehmen jetzt mal das Cyber-Deck. Cyber-Drachen-Deck, um genau zu sein. Mal schauen, wie das dem guten Banner so gehen wird dabei. Ja, damit kann man was anstellen. Interesting. Topf der Gier ist schon mal sehr korrekt. Dann machen wir das mal so. Beschwören den Cyberdrachen im Angriffsmodus. Beschwören ihn hier im Angriffsmodus. Und durch den Blechfisch Cyberfinsternis Zacke hervor. Ja, auf einen Streich, drei Monster. Sie sind noch nicht stark, das gebe ich zu. Allerdings kann sich das gleich ändern. Ich überlagere die beiden übereinander und erhalte Nummer 103, Ragnar 0. Und ja, ich denke, das wird ordentlich reinhauen. So. Mach mal. Mein Kleiner, ich hoffe, das hat dich jetzt nicht allzu überrascht, mein guter Amnael oder auch Professor Banner. So spielt man. So, jetzt nochmal ziehen. Noch eine Tofte Gier. So schnell. Das gefällt mir. Dann kommt noch Eisenschrott Vogelscheuche. Kommt erst in der nächsten Staffel eigentlich dran, aber hey, wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschwören wird, füge deine Hand ein Cyber oder Fall. Okay. Machen wir doch. Sehr korrekt. Was machen wir nun? Hat das noch einen weiteren Effekt? Können wir den auf den Friedhof verbannen? So schnell als möglich? Das wäre so geil. Aber nicht eigentlich durch bloße Vernichtung vom Gegner. Ich müsste eigentlich nur was opfern. Aber gut, wir haben sowieso gleich gewonnen. Ja, gut. Und? Interessant. Aber was bringt euch das? Nö, Ragnar 0. Das ist nicht nötig. Ich glaube, wir machen das mal so.
Dann sind die beiden Geschichte. Felsengeist kommt jetzt aufs Feld. Das ist lächerlich. Ich beschwöre noch ihn hier. Wir können den Effekt leider nicht mehr aktivieren gerade. Eben deswegen. Ich habe auch noch nicht so viele Karten vom Cyberdrachen-Deck. Deswegen ist es noch nicht vollendet. Genau wie das Edler-Deck auch nicht, aber reicht auf jeden Fall. Wir müssen mal mit dem angreifen. Dann nehmen wir noch 400 Damage mit ihm und machen mit Ragnar 0 das Ende. Ja, das war doch mal sich sehen lassen. Die Mumie bin ich. Mein Körper wurde von einem Fluch heimgesucht. Und ich wusste, was zu tun war. Ich benutzte den Alchemie, um einen neuen Körper zu erschaffen. Und ich legte meine Seele darin. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Körper einem Haufen von Staub im Wind sein wird. Professor Banner, Jaden, höre sorgfältig zu, mein Junge. Alles, was ich tat, war, um dich zu testen und dich für das eigentliche Übel vorzubereiten. Deshalb wurde ich ein Schattenreiter, nicht die Welt zu übernehmen, sondern um dich zu stoppen, die es wirklich versuchen. Du musst ein besserer Duellant werden, sodass du ihnen gegenübertreten kannst und hoffentlich besiegen wirst. Die Bedrohung ist so ernst, dass ich dich betrügen musste. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Es ist vorbei, er ist weg. Und was ist jetzt? Von dem, was Banner sagte, denke ich, wir sollten auf der Suche nach einem schrecklichen Übel sein, das die Welt übernehmen will. Okay, aber wann sind wir nicht auf der Suche? Das hast du recht, Cyrus. Nein, das ist anders. Banner gab sein Leben, um uns vorzubereiten für dieses Übel, was kommt. Ich hoffe nur, wir sind bereit, weil das, was wir dabei sind, gegenüberzutreten, wird sicher anders als alles, was wir je zuvor konfrontiert wurden. Oder konfrontiert haben in diesem Fall. Oh Gott, die Satzstellung teilweise, wie gesagt. Ja, im nächsten Part kommen Aufstieg der Heiligen Ungeheuer und mit Auszeichnung bestanden Mick Crowley und also, nee, wie heißt der? Charmley, sorry. Mal schauen, wie das dann so ausgeht. Sein Qualadeck ist nicht von schlechten Eltern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Obwohl ich Charmley nicht wirklich mag. Aber im nächsten Part geht's mal gegen die Götter. Mal schauen, ob Jaden was hinbiegen kann oder ob ich ran muss. Mit meinem Götterdeck. Denn das würde mich schon interessieren, wer das bessere Götterdeck hat. Ich oder der blöde Kackidiot da. Aber mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.